Leute, da sind wir wieder. Neues Mystery Dungeon, neues Glück. Heute Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Mein persönlicher Lieblingsteil aus der ganzen Mystery Dungeon Reihe, wenn ihr mich fragt. Ja. Das LP wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie das letzte, also wie das von Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Nur, dass es diesmal wesentlich länger dauern wird. Ich zwischendurch alle möglichen Bonus-Episoden spielen werde, weil in Mystery Dungeon Himmel gibt es ja 5 Bonus-Episoden, die alle gespielt werden wollen, die alle noch ein bisschen was zur Story beitragen. Und was ich außerdem anders machen werde, ich werde nach der Hauptstory noch ein bisschen weiterspielen. Denn in Mystery Dungeon Himmel haben sie es zumindest nicht so gemacht, dass sie den Teil nach der Hauptstory schon so asozial schwer gemacht haben. Die Dungeons sind eigentlich relativ angenehm im Vergleich zu dem, was man da aus Mystery Dungeon Blau von dem nach der Hauptstory kennt. Ja, Mystery Dungeon Blau werde ich wahrscheinlich sogar noch weiterspielen, wenn ich mit Himmel fertig bin. Aber das wird jetzt sowieso noch eine etwas längere Zeit dauern, denn Mystery Dungeon ist ein gutes Stück länger. Also, Mystery Dungeon Himmel ist ein gutes Stück länger als Mystery Dungeon Blau. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumquatsche, ich glaube, wir machen erstmal ein neues Spiel und ich versuche wieder, mein gutes Pikachu aus dem Fragebogen rauszufischen. Ansonsten, ja. Ich mache jetzt einfach ein neues Spiel und wir sehen uns gleich im Fragebogen wieder. Willkommen. Dies ist das Portal, das zu der von Pokémon bewohnten Welt führt. Jenseits dieses Tores warten neue Abenteuer und Erfahrungen auf dich. Bevor du ins Abenteuer aufbrichst, musst du einige Fragen beantworten. Beantworte sie aufrichtig. Nun, bist du bereit? Dann lass uns mit dem Fragespiel beginnen. Hast du Erkundungsteam Zeit bzw. Erkundungsteam Dunkler gespielt? Nein, habe ich nicht. Du blickst ein großes, komfortables Bett. Was ist deine erste Reaktion? Bauchklatscher! Magst du Karaoke? Ja, mag ich. Deine Verabredung ist spät dran. Ist das in Ordnung für dich? Eigentlich nicht. Wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, bleibst du dieser dann treu? Ja. Du wurdest um die Erledigung einer schwierigen Aufgabe gebeten. Was machst du? Die erledige ich selbst. Wenn du jemanden bei einer schlimmen Tat beobachten würdest, würde es dann von dir Schelte geben? Klar. Hast du jemals einen Witz erzählt, der überhaupt nicht angekommen ist? Ja. Ein Freund kocht für dich, allerdings schmeckt es schrecklich. Du wirst gefragt, wie du es findest. Was antwortest du? Also, meinem Freund gegenüber kann ich da immer ehrlich sein. Grauenhaft! Bist du männlich oder weiblich? Ich bin männlich. Nun wird deine Aura analysiert. Deine Aura ist die Energie, die du ausstrahlst. Entspann dich. Drücke mit deinen Fingerspitzen nun sanft auf das Band. Ja, das wird jetzt bloß nichts bringen, wenn ich meinen Finger drauf lege, weil, ja, ich brauche die Maus. Genauso. Nicht bewegen. Tief einatmen und jetzt ausatmen. Deine Aura konnte identifiziert werden. Nimm jetzt deinen Finger vom Touchscreen. Deine Aura ist kühles Himmelblau. Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Du bist eher der tapfere Typ. Du kennst das Wort Furcht nicht einmal. Dir macht es nichts aus, dir Gefahr ins Auge zu blicken. Du hast dazu noch einen starken Sinn für Gerechtigkeit und würdest keinen im Stich lassen, der in Schwierigkeiten ist. Manchmal übertreibst du es mit der Gerechtigkeit aber auch und wirst ein wenig aufdringlich. Also ein tapferer Typ wie du, wie dein Pikachu. Ich hab's geschafft. Zu guter Letzt, wer wird dein Partner sein? So, das ist jetzt eine gute Frage. Wir haben diesmal ein gutes Stück, also wesentlich mehr Partner als vorher zur Auswahl. Eigentlich könnte ich es wieder mit meinem super guten Dream Team machen. Wir können aber auch mal was anderes machen. Da gibt es nämlich auch eine Menge super toller Pokémon. Frage ist nur, ich habe eigentlich noch nie wirklich mit einem Riolu als Partner gespielt. Und ich mag Riolu eigentlich. Ich nehme mir heute mal einen Riolu als Partner. Und ja, so, jetzt ist die Frage, wie nennen wir unser Riolu-Partner?
Wer mag den Riolus ganz gerne außer mir? Ja, da kenne ich so einige, aber wen nehme ich jetzt davon? Das ist jetzt schwierig, 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 schwierig. Riolu, Riolu, Riolu. Ich würde ja eigentlich gerne den Don Masi hier wieder reinbringen, aber der mag keine Lucarios. Daher ist das ein bisschen blöd. Und das Riolu ist ein Männchen. Einen Moment, ich drück mal ganz kurz auf Pause und schau mal und geh mal ganz kurz meine ganze Freundesliste nochmal durch und überleg mal, wer denn am besten ein Riolu sein könnte. Bis gleich. So, nach reichlichem Nachdenken, ich glaube, ich habe mich entschieden. Mein Partner, er ist sowieso im letzten Mystery Dungeon ein bisschen zu kurz gekommen, aber das sind eine Menge Leute zu kurz gekommen. Das wird Fliggy. Hallo Fliggy, du bist jetzt mein Partner und du bist jetzt ein Riolu. Ich weiß, du schaust dieses LP zwar höchstwahrscheinlich nicht, aber ich werde dir auf jeden Fall einen Link dazu geben. Hahaha. Also, Fliggy, du bist jetzt mein Partner. Okay, so sei es. Ihr seid startbereit. Ab in die Welt der Pokémon. Seid stark, bleibt smart und seid siegreich. Kapitel 1 – Ein Sturm auf See. Boah, bist du in Ordnung? Nein, nicht aufgeben, nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Boah. Bin ich. Ich kann nicht, so müde. Nein, ich will nicht länger zur Untätigkeit verdammt sein. Es ist soweit, heute muss ich all meinen Mut aufbringen. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Riolu. Fußabdruck ist von Riolu. Ah. Das hat mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Ich bin einfach zu feige, um hineinzugehen. Ich habe mir eingeredet, heute sei es soweit, aber... Ich dachte, es würde mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Ich kann es einfach nicht tun. Ich bin ein solcher Feigling. Es ist ja so entmutigend. Hey, Zubat. Hast du das mitbekommen? Darauf kannst du wetten, Smogon. Der kleine Schlaffi, der sich hier rumgedrückt hat, der hat etwas echt Interessantes dabei, wie? Ganz genau. Und es sah so aus wie eine Art Schatz. Gehen wir hinterher? Na klar. Ist das schön hier. Oh wow, was für eine herrliche Aussicht. Wenn das
das Wetter schön ist, kommen die Krabben bei Sonnenuntergang heraus und pusten Blasen in die Luft. Wie sich die Sandstrahlen in all diesen Blasen spiegeln. Es ist immer wunderschön. Hier komme ich immer her, wenn ich mich elend fühle. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wieder gut. Dieser Ort heitert mich auf. Ich bin schon besser gelaunt. Entschuldigung, jetzt musste ich mich mal ganz kurz räuspern. Hey, was ist das? Was ist denn da drüben los? Wow, da ist jemand im Sand zusammengebrochen. Was ist passiert? Alles okay? Oh gut, du kommst zu dir, ich bin erleichtert. Wo bin ich? Flachs, ganz reglos da, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Erinnerst du dich, wie du hier ohnmächtig geworden bist? Ich war ohnmächtig? Was ist passiert? Also ich bin Flegi, freut mich dich kennenzulernen. Und wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Was? Du bist ein Mensch? Du siehst für mich wie ein ganz normales Pikachu aus. Es ist wahr. Ich bin zwar ein Pikachu geworden. Yay, schon wieder. Aber wie ist das geschehen? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Soll es irgendein Streich sein? Du hast die Wahrheit gesagt? Na gut, und wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name? Ach ja, mein Name ist... Ja, da bin ich auch wieder ganz schnell durch. Ja. Oh, du heißt Kilian? Okay. Nun, zumindest scheinst du kein bösartiges Pokémon zu sein. Und zumindest findest du meinen Namen nicht lustig. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Weißt du, neuerdings gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Viele Pokémon sind in letzter Zeit aggressiv geworden. Alles ist ziemlich chaotisch. Autsch! Och, das tut mir aber leid. Hey, warum hast du das gemacht? Kommst du nicht selbst drauf? Wir wollen Ärger machen. Du hast wohl nicht den Mund dazu, dich zu wehren. Was? Das gehört dir, oder? Nein, das ist... Sorry, du Zwerg, aber das nehmen wir. Ah. Wahaha. Willst du es dir wie dich zurückholen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Hätte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Memme. Oh, was soll ich nur tun? Es war mein Schatz, er bedeutet mir alles. Ihn zu verlieren... Nein, keine Zeit zum Grübeln. Ich muss ihn zurückholen. Hey, hilfst du mir? So, jetzt spiele ich ein bisschen mit ihm rum. Was soll ich machen? Wir haben keine Zeit zu verlieren, komm schon. Aber du kannst doch nicht... Mein wertvoller Schatz. Würde er verschwinden? Ich... Bitte, bitte Hilfe. Ich erinnere mich nicht. Es mag schwierig sein, aber bitte beeil dich. Es kommt nicht drauf an, ob du dich erinnerst. Kannst auch trotzdem helfen, bitte. Nur war ich sicher ein Mensch. Ah! Mensch, Gespenst, es tut doch nichts zur Sache. Kannst du mir bitte helfen? Okay. Wirklich? Du hörst mir wirklich? Danke, schnell gehen wir. Als ob du mir jetzt eine Wahl gelassen hättest. Aber ich liebe es hier am Anfang ein bisschen rumzuspielen. Begib dich zur Treppe. Ja, die ganzen Tipps kennen wir ja schon. So. Ich brauche erstmal wieder einen fixierten Donnerschock. Ich brauche außerdem wieder meine Standardeinstellungen. Das brauchen wir so. Unterer Bildschirm. Brauchen wir die Karte. Das Raster, das können wir anlassen. Das Tempo machen wir auf schnell. Das machen wir mal weg. Schlagsicht, ja.
Okay. Das passt dann so. Ja. So. Das passt auch so. Dann... Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Unseren ersten Dungeon, die Strandhöhle. Hier haben wir eine Treppe, aber ich... In den ersten Dungeons macht noch mal wieder so, dass wir hier erstmal wieder ein bisschen erkunden. Die Strandhöhle ist ja nicht sonderlich groß. Moment mal, was kann eigentlich unser Riolo-Freund für Attacken? Du machst mal bitte nur deine zwei Angriffsattacken. Oh, hier liegt Geld, das ist sehr schön. Dann haben wir die erste Ebene zumindest schon mal komplett erkundet. Ach, ein kleines Schalellos. So. Das wissen wir ja auch schon. Die Tipps werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Die haben wir ja schließlich im letzten Spiel schon alle gehabt. Nix. Sei denn, es kommt irgendwo ein neuer Tipp. Eine Siedelbeere, das ist sehr schön. Strandhöhle U3. Ja, das sind die Wunderfelder. Ja, kenne ich schon. Hey, ich erreiche Level 6. Und Fliege erreicht ebenfalls Level 6. Und der lernt schon eine neue Attacke. Was lernt er denn? Konter. Moment, was macht das denn hier? Ah ja, okay. Moment, was macht Gesichte hier eigentlich? Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Gesichte. So. Ja, jetzt sind wir schon wieder so weit, dass ich hier schon keinen Schaden mehr kriege und das, obwohl ich hier eigentlich noch, also bis jetzt nur ein einziges Level aufgestiegen bin. Gut, war jetzt auch nur ein normaler Angriff, aber trotzdem. Gut, wenn ich Tackle macht, dann mal noch 2 Schaden. Schon drauf hat, dann können wir noch gleich noch kaputt hauen. Ist etwas unklar? Du hältst Hinweise, indem du mit X das Menü öffnest und dann unter anderem die Option Dungeon Tips wählst. Ja, das ist jetzt ein bisschen neu. Ein Schlafsamen. Und das sind beides Schlafsamen, okay. Wir können aber nur noch ein weiteres Item mitnehmen, oder? Moment, hat Fliege auch schon ein Item? Dem kann ich gar nichts geben. Okay, ja, dann lassen wir das mit der Siedelbeere erstmal. Schlafsamen sind zwar auch sehr nützlich und alles, aber die Siedelbeere wäre mir jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. Kann man nämlich hier am Anfang erstmal ein bisschen mehr mitmachen. So, dann gehen wir weiter.